Hallo, wir sind wieder von Genu, Ute und Nicole. Und wir haben heute 7 Filme für dich, die du unbedingt gesehen haben solltest, wenn du gerne nähst. Unsere erste Filmempfehlung ist The Dressmaker mit Kate Winslet. Ein wirklich schöner Film, in dem es darum geht, wie Mode Persönlichkeiten unterstreichen kann. Es geht darum, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie die Hauptfigur heißt, eben Kate Winslet in ihr Dorf zurückkommt, nachdem sie lange in der Stadt war und eine begabte Schneiderin und auch Designerin ist und dann ihr Dorf aufmischt, indem sie für jede oder für viele der Frauen ein Kleid näht, das deren Persönlichkeit unterstreicht. Das ist manchmal gut, manchmal schlecht. Es gibt natürlich noch viele andere Konflikte aus ihrer Kindheit in diesem Dorf. Ein wirklich interessanter Film, spannender Film, und er schaut ein bisschen dahinter, was Kleidung mit uns macht. Unser nächster Film ist Coco bevor Chanel. Ein wirklich schöner Film über das Leben von Coco Chanel. In der Hauptrolle spielt André Tautou die Coco Chanel. Es geht los aus ihrer schweren Kindheit bis hin zu dem Zeitpunkt, wo sie dann ihren Geliebten verliert. Und es ist wirklich ein schöner Film. Es ist ein Film mit viel Emotion, weil sie hat auch, sie hat ja nie so richtig in eine Familie gefunden. Die einzige Familie, die sie hatte, war die Schwester und ihre Tochter. Und es ist wirklich sehenswert, wie sie aus ihrem doch etwas schweren Leben etwas gemacht hat. Der nächste Film ist eigentlich ein Fernsehzweiteiler, und zwar heißt er Anne Burda, die Wirtschaftswunderfrau. Ich fand, es war ein wirklich toller Film. Viele von uns Näherinnen kennen ja die Burda-Zeitschrift. Und der ist ja fast kein Vorbeikommen, und die gibt es ja auch schon wirklich, wirklich lange. Der Film zeigt eben, wie diese Zeitschrift entstanden ist, wie Anne Burda sich gegen alle Widrigkeiten in den 50er Jahren, so in der Wirtschaftswunderzeit, eben auch von ihrem Mann emanzipiert hat und die Zeitung aufgebaut hat. Und mir ist immer noch so eine Szene ist mir so wahnsinnig im Gedächtnis geblieben, was den Film angeht, und das war, wie sie damals die Größen ermittelt haben. Denn damals gab es noch keine Maßtabellen, es gab noch nicht mal so richtig Konfektionsgrößen. Und ich weiß noch, wie Anne Burda zu ihren Schneiderinnen kam und sagte, ja, was ist jetzt eigentlich eine Größe 38? Und irgendwer meinte dann, ja, was Frau Müller passt, Fräulein Müller passt, ist eine 38. Ja, nein, das geht so nicht. Und dann haben sie 10.000 Frauen eingeladen für eine Reihenmessung und haben im Prinzip, soweit ich weiß, war das die erste Maßtabelle in Deutschland für Kleidergrößen erstellt dadurch. Die wahrscheinlich bis heute noch mehr oder weniger gültig ist. Man hat dann immer wieder nachgemessen, aber so sind eben diese Größen entstanden, die 38, die 36, die 40 und so weiter. Und was ich daran so toll fand, war, sie hat ein Problem gesehen und hat einfach eine Lösung gesucht, die völlig außerhalb dem war, was es bisher schon gab. Und das fand ich fand es richtig toll. Kann euch also diesen Fernseh-Zweiteiler sehr empfehlen. Und natürlich Der Teufel trägt Prada, ein Film, den ihr wahrscheinlich schon gesehen habt. Wenn nicht, müsst ihr das unbedingt nachholen. Der Film ist auch super besetzt mit Meryl Streep und Anne Hathaway in den Hauptrollen. Es geht eigentlich um die Situation in der Vogue-Redaktion und wie die Chefin sich dort immer doch etwas aufführt. Alles dreht sich um Mode und wie man dann trotzdem noch überlebt in der doch etwas schwierigen Situation als Praktikantin. Ihr müsst einfach anschauen, auch um ein bisschen die verrückte Modewelt zu verstehen, in der wir uns ja nicht so sehr befinden. Als nächstes hätten wir Sex in the City, speziell den ersten Film. Klar, alle Charaktere in Sex in the City sind immer gut angezogen und alle Charaktere haben ihren ganz eigenen Stil, und es macht Spaß, die Serie anzusehen, auch wenn diese Mode jetzt schon beinahe etwas veraltet ist. Aber es gibt jetzt auch schon wieder die neue Serie. Aber zurück zum Film. Was mir besonders gut gefallen hat in dem Sex and the City Film ist, es gibt ein Fotoshooting, in dem die Hauptfigur Carrie sich ihr Brautkleid eigentlich aussucht. Also eigentlich ist es so, dass die Vogue zu ihr kommt und sagt, sie soll ein Brautmodenshooting machen. Und dann trägt sie diese ganzen bombastischen Brautkleider von Dior und Vivienne Westwood und wie sie alle heißen, Chanel und ich weiß nicht mehr. Und das ist wirklich sehr sehenswert, weil das sind ganz tolle Bilder. In der Miniserie Halston, eine Serie mit 5 Folgen, spielt Ewan McGregor den 1990 verstorbenen
Modeschöpfer Halston. Auch wieder ein Typ, wie das so oft ist, mit einer schweren Kindheit, mit einem sehr strengen Vater und einer etwas doch größeren Freiheitsliebe, als dieses muffige Kleinstadtmilieu zugelassen hat, in dem er geboren wurde. Der Film ist auch ein bisschen eine Satire über die überdrehte Modewelt und wie Halston ja eigentlich doch erfolgreich durch in den Ruin steuert. Ihr müsst euch den Film unbedingt anschauen. Auch hier geht es nicht nur um Mode, es geht auch um Biografie, es geht um eine einfache Lebensart, in die man reingeboren ist und dann total abhebt. Was wir auch noch sehr empfehlen können, ist die Dokumentation über Anna Wintour, die Herausgeberin der Vogue, also die Chefredakteurin der Vogue, ist es nicht die Herausgeberin. Die Dokumentation heißt The September Issue. Deswegen, weil die September Vogue immer besonders dick ist. Ich glaube, die ist doppelt so dick wie die normale Vogue. Und dann geht es eben darum, wie Anna Wintour das zusammenstellt, wie sie ihre Belegschaft zusammenpfeift und sich mit den auch Designern streitet und ihnen sagt, im Prinzip manchmal den Designern sagt, wer sie nicht designen sollen und was sie designen sollen. Also man merkt dann erstmal, wie groß ihr Einfluss auf das ist, was später getragen wird. Super spannend, super sehenswert. Ja, und eine echte Empfehlung von uns. Ja, das waren jetzt unsere Vorschläge. Wenn es dir gefallen hat, gib uns einen Daumen hoch. Schau mal in die Infobox und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!